Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Glossy Box ist gekommen. Das ist die, Dezember-Edition, die jetzt quasi für uns alle passend zu Weihnachten kommen soll. Kommt ganz schön spät diesen Monat, ne? Also es ist eher so Mitte des Monats, dass die Box jetzt erschienen ist. Heute ist Freitag, der 13., da ist die Box zu mir gekommen und ja, ich möchte wirklich wissen, was drin ist. Und wenn du auch wissen möchtest, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box habe ich im Jahresabo, zahle 12,50 Euro pro Monat bzw. pro Box, weil die kommt ja monatlich. Und man kann die auch im jederzeit kündbaren Abo kaufen für 15 Euro pro Box, ne? Je nachdem, wie man das möchte. Ja, dieses Mal in einem wirklich schönen Marmor-Design, sehr, sehr edel, gefällt mir richtig gut. Ich bin auch noch nicht fertig geschminkt, ich hoffe, dass da noch das ein oder andere drin ist, was ich verwenden kann und bin echt gespannt, was sich hier drin verbirgt. Also, ne, die Glossy Box ist auch eine von den Boxen, die ich nicht in einer Kooperation habe, sondern die ich auch aus eigener Tasche bezahle, sag ich mal. Und diese Box gefällt mir schon so gut, also eigentlich zu schade, um sie als Versandkarton zu nutzen, denn ich verwende sowas immer ganz gerne für Verlosungspakete. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box beziehungsweise auf das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ohne Duft. Und das sieht alles so schön winterlich aus. Maybelline Winter Beauty Edition ist die. Oh, guck dir das an, ist das hübsch. Ob wir da wirklich so einen krassen Eyeliner und so ein, weiß ich nicht, was soll der denn noch mit drin sein? Irgendwas Eisiges? Keine Ahnung, Eis? Eis ist da wohl nicht drin. Entdecke den Zauber des Winters mit deiner Maybelline Winter Beauty Edition. Passend zur winterlichen Stimmung offenbart unsere Maybelline Winter Beauty Edition Produkt-Highlights, die deine winterliche Beauty-Routine unterstützen und dich perfekt gepflegt durch den frostigen Alltag bringen. Entdecke unentbehrliche Must-Haves und lass dich zu neuen, coolen Looks inspirieren, jeden Tag aufs Neue. Und zu guter Letzt ein kleiner Beauty-Reminder, nimm dir trotz Feiertagstrubelzeit für dich. Oh ja, Me-Time ist sehr wichtig. Mach es dir mit deiner neuen Glossy-Box zu Hause gemütlich und entdecke Inspiration für tolle, aufregende Looks sowie neue Produktschätze, die deine Pflegeroutine bereichern. Schenk deinem Spiegelbild ein strahlendes Lächeln und denk stets daran, du bist schön, so wie du bist. Also das sind wirklich jetzt warme Worte noch zum Ende. Finde ich sehr angenehm. Also das ist halt auch etwas, was diese Glossy Box mit vermittelt. Wärme, warme Worte. Okay, ja, dann machen wir mal das Schleifchen hier auf und gucken rein, was für warme Produkte hier so drin sind und womit wir uns schöne Stunden machen sollen. Meine Erwartungen sind jetzt natürlich hoch, weil wenn die hier irgendwie was von verbringe Zeit mit deiner Glossy Box und so erzählen, dann muss es natürlich irgendwas sein, was ich cool finde, ne? Alles andere. Naja, hier haben wir den ersten Blick in die Boxen. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus, ne? Das Ganze fängt an mit einer Maske, das finde ich herrlich. Ja, von Luvos Naturkosmetik mit Heilerde. Ich mag die Luvos-Masken einfach so gerne. Ich habe zurzeit so unreine Haut. Und da mag ich doch gerne mal solche Produkte verwenden. Das ist so eine, ja, Zwei-Phasen-Geschichte. Einmal die Clean-Maske zur intensiven Tiefenreinigung. Ideale Vorbereitung für den Booster. Und dann kommt der Hydro-Booster. Der spendet nachweislich Intensivfeuchtigkeit mit Langzeiteffekt, polstert Trockenheitsfältchen auf, belebt und erfrischt. Okay, ja, also das eine ist halt wie eine Maske richtig aufs Gesicht und den Booster, den machst du dir wie ein Serum halt aufs Gesicht. Das finde ich toll, das wird auch verwendet. Ja, dann habe ich hier ein Produkt drin, was mir nach irgendeiner Palette aussieht. Schick eingepackt hier, ne? Real Her Ultimate Glow Getter, ein Cheek Trio. Ach, sehr geil. Okay, also haben wir hier tatsächlich ein Cheek Trio. Ja, also quasi, das ist auch in der, das ist auch wieder so mit Marmor-Optik, ganz leicht, aber es ist da, ne? Ein Wangentrio, ach Gottchen. Blush, Bronzer und Highlighter, das finde ich klasse. Das kann ich doch jetzt einfach mal verwenden, ne? Ich habe jetzt eben den Strumpf von der Look Fantastic Box ausgepackt. Und jetzt kann ich hier einfach mal so ein bisschen vor mich hin basteln. Okay, ich fange an mit dem Bronzer. Bisschen Highlighter vor allem, ne? Habe ich schon drauf, aber den toppen wir gleich noch mit der Goddess. Aber erstmal mache ich hier Incredible drauf. Mache ich nur ein bisschen hier erst auf dem Pinsel und klopfe ein bisschen ab. Und dann gucken wir mal. Hui, ja. Ich habe halt vorher keine Foundation oder sowas drauf gemacht, deswegen mache ich das auch nur ganz vorsichtig jetzt hier. Hat einen leichten Rotstich hier, wenn mich das nicht täuscht.
Mir wird auch tatsächlich öfters in die Kommentare geschrieben, ja, Claudia, ist doch klar, dass du so geile Produkte in der Box mit drin hast, weil du bist ja auch eine YouTuberin. Naja, also die Glossybox ist ja schon etwas, was ich im privaten Abo habe. Sprich, wo jetzt nicht irgendwie die Glossybox weiß, dass ich das bin. Ne? Also deswegen, nee, habe ich jetzt hier keinen Vorzug. Tatsächlich. Das merke ich alleine daran, dass ich die jetzt auch in letzter Zeit so spät bekomme. Ne? Also das ist schon sehr interessant, wie da die Entwicklung ist, dass sie die so spät erst rausschicken, aber gut. Ja, ne, der Bronzer ist drauf. Sieht okay aus dafür, dass ich halt keine Base drunter habe. Das ist tragbar. Jetzt nehme ich hier Blessed. Das ist ein Blush, der halt auch so einen leichten Schimmer mit drin hat. Ich weiß nicht, ob man das auch so sehen kann in der Kamera. Ne, ganz leichten Schimmer hat der mit dabei. Ist so peach-mäßig. Und oh, da kommt aber ganz viel Pigment hier auf meinen Pinsel. Den klopfe ich erstmal ab. Ja. Ne? Passt auf jeden Fall jetzt auch zum Oberteil, weil es halt so ein bisschen peach-rosa stichig ist. Aber macht einen gesunden Effekt auf der Haut. Also das ist, man sieht es jetzt nicht so ultramäßig, aber ne, es ist halt ein heller Blush, den ich jetzt auch wirklich großflächig gerne mal auftrage. Und der gefällt mir. Also ich mag auch den Schimmer, der da mit drin ist. Ne? Klar, ich habe ihn jetzt über einem Highlighter aufgetragen, deswegen verfälscht das Bild ein bisschen. Aber mir gefällt der wohl. Jo, ne? Also ich sehe jetzt vom Teint her auf jeden Fall erfrischt aus. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen den Highlighter. Dann nehme ich jetzt hier so einen festgebundenen Highlighter-Pinsel. Natürlich, ich habe jetzt hier schon Highlighter drunter. Da siehst du dann wahrscheinlich nicht. Doch, da siehst du schon viel von. Okay. Gottes, die Göttin. Ne? Die Göttin knallt. Darfst du auch nicht so sagen, Claudia. Das darfst du auch nicht so sagen. Aber die Göttin wirkt auf jeden Fall schon mal auf uns. Und sie ist da. Mir gefällt's doch. Also ist eine schöne Palette, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ach, hier ist noch eine Folie über dem Spiegel drüber, oder? Deswegen sieht das so öselig hier aus. Ich habe mich schon gefragt, wann ist der Spiegel so kacke? Ja, Claudia, wenn du da noch eine Folie drüber hast, dann kann der Spiegel auch nicht ordentlich wirken. Läuft. Aber eine geile Palette. Doch, die ist hübsch. Die gefällt mir. Next one. Ah, Love Me Green. Certified Organic Revitalizing Papaya Face Peeling. Sehr schön. 30 ml hat dieses Typchen. Und ich meine, dass wir letztes Jahr im Glossybox Adventskalender auch was von Love Me Green drin hatten. Ich glaube, es war auch ein Face Peeling, oder? Weiß ich nicht. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Aber das war nicht gelb. Also das finde ich ganz cool. Gesichtspeeling kann man immer gut gebrauchen. Verwende ich zweimal wöchentlich tatsächlich. Etwas für die Haare ist auch immer fein. Und zwar, ja, aber nicht die. Botanicals Lavendel Beruhigende Pflege Kopfhaut Pflegelotion. Die habe ich schon mal verwendet. Davon sind meine Haare leider extrem fettig geworden. Das mag ich nicht, das wird weiter wandern. 150 ml sind hier enthalten. Der Duft, ne, dafür musst du Lavendel wirklich mögen. Da kann ich dir auch eine kleine Review zu geben. Hat die Haare auch gepflegt? Ja, wenn du es denn dann irgendwann rausgekriegt hast. Also das bei mir, es hat irgendwie alles ein bisschen irritiert und das hat mir nicht gefallen. Ich persönlich werde das auch nicht wieder verwenden. Nee. Auf die Kopfhaut auftragen und sanft einmassieren, 5 bis 15 Minuten einwirken lassen, anschließend je nach Bedarf ein bis zweimal schamponieren, bis zu dreimal wöchentlich anwendbar. Also ich musste so viel schamponieren, ich habe es einfach nicht abgekriegt. Schade eigentlich, weil ich habe wirklich mit irritierter Kopfhaut, mit Pickelchen und so zu tun, zu kämpfen und hatte da eigentlich mein Wunderprodukt drin erhofft, aber es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade, schade, wirklich schade. Dann habe ich hier von Barnengen Bart SOS Intensiv Handcreme. Ja, das ist ja irgendwie klar. Nordische Baumwolle und 10% schützende Cold Cream verbinden sich in dieser intensiv pflegenden und reichhaltigen Formel, die sehr trockene und rissige Hände repariert und beruhigt. Körperpflege in Balance. 75 ml sind hier enthalten. Handcreme im Winter, perfekt. Ne? Also das muss ich wirklich sagen, aber damit brauche ich jetzt nicht kuscheln. Riecht jetzt so nach nichts, aber es ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, ne? Das, ja, Vanillenhandcreme hatte ich schon mal, glaube ich, eine mit Gänseblümchen oder sowas. Fand ich auch ganz cool. Ja, und das hier wird jetzt nochmal intensiv pflegender sein. Und dann habe ich hier von Mina oder 3ina The 24 Hours Pen Eyeliner. Das ist super, den kann ich doch jetzt direkt einfach mal testen, weil ich habe in meinem Strumpf eben keinen Eyeliner drin gehabt und bräuchte noch einen. Oh, ein Filz-Eyeliner, aber die Spitze ist nicht ganz so spitz, ne? Die ist schon ein bisschen stumpfer, sieht die aus.
Aber wir schauen mal, wie der so performt. Ganz schön viele Produkte hier übrigens in der Box mit drin, ne? Ich glaube, die Maske ist dann vielleicht ein Goodie oder so gewesen. Ja, kannst du womit arbeiten. Aber ich meine, gut, bei Filzeyelinern, wenn du die das erste Mal verwendest, hast du immer eigentlich einen relativ simplen Auftrag, ne? Also, ja, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Und jetzt beten wir einfach mal, dass die nächste Seite genauso funktioniert und symmetrisch wird. Also ist jetzt nicht ganz symmetrisch bei mir geworden, aber es ist auf jeden Fall ein Eyeliner, ne? Er umrandet die Augen. Aber was ich sagen muss, ich fühle den Eyeliner. Was heißt, ich fühle den Eyeliner? Naja, ich spüre ihn natürlich, also ich spüre ihn auf meinen, dass ich ihn drauf habe. Also normalerweise, wenn ich einen Eyeliner auftrage, dann sieht man ihn, aber ich fühle ihn halt nicht auf meinen Augen drauf, ne? Aber den fühle ich, den spüre ich, den bemerke ich. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, das ist dann halt ein schweres Gefühl, was eigentlich nicht sein muss, ne? Ich finde den von der Spitze her gut. Der macht jetzt keine ultra präzise Spitze am Ende, also keinen Mega-Wing kannst du damit ziehen. Aber ich sag mal, für den normalen Gebrauch, wo du jetzt keine Insta-Style-Looks wie auch immer schminkst, ist es vollkommen klar, geht es vollkommen klar. Ne? Das letzte Produkt, was hier in der Box mit drin ist, ist ein Lippenprodukt. Und zwar von BB Pretty Pink Zauberstift Lippenpflege. Das ist dieser hier. Und den mache ich mir doch auch mal drauf. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Ich habe zwar zig Lippenpflegestifte jetzt aktuell da und halt durch die Winterboxen ist klar, ne? Also da wird halt viel darauf gelegt, okay, du brauchst Handpflege, du brauchst Lippenpflege, weil sind ja kalte Temperaturen, dann trocknet alles aus und alles wird furchtbar und deswegen hast du das halt jetzt immer in den Boxen mit drin. Und ich bin ja nicht normal, ich habe ja fast alle Boxen, die es so gibt, kommen bei mir an, ne? Aber das ist halt hier ein Teil meines Channels und deswegen habe ich das so. Nehmt euch das aber nicht als Vorbild, also, ne? Das ist nicht normal. Ich zeige euch die ganzen Boxen, dass ihr euch quasi aussuchen könnt oder euch das so anschauen könnt und euch dann selber entscheiden könnt, welche Box passt denn so zu mir. Genau, so. Hier habe ich diesen Stift. Das ist halt wirklich so ein Stift. Riecht nach nichts. Geswatcht ist der einfach so gelig rosa, altrosa ein bisschen. Jetzt mache ich mir mal eben kurz mein Lippenöl ab. So, und jetzt mache ich den mal drauf. Ja, es passt auf jeden Fall zum Oberteil. Ich mag jetzt nicht so gerne rosafarbene Lippenpflegestifte oder Lippenprodukte, die halt rosa sind, weil die halt schnell gelbe Zähne machen. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Lippenpflegestift mit Winterzauber oder was steht da? Zauberstift-Lippenpflege zu tun haben soll. Also für mich ist es jetzt kein Zauber, der hier auf meinen Lippen passiert ist. Es ist einfach rosa Farbe, die drauf gekommen ist. Ich weiß nicht, hat der irgendwelche Schimmerpartikel oder so? Ja, ein bisschen Glitzerpigmente hat der auch mit bei, ne? Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, bezaubert. Es ist ein Lippenpflegestift, Leute. Ja, das war die Glossy Box, ne? Hat mir sehr gut gefallen. Doch, da muss ich wirklich mal für die Glossy Box in die Bresche springen und sagen, habt ihr gut gemacht, Leute. Richtig geil. Tolle Dezember-Edition. Richtig geil. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ich denke, der ist hoch. Weiß ich nicht. Hoch. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing zu der Dezember-Box, Glossy-Box, 2019. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!